gucken, was ich heute zum Laden bekomme. Dann schauen wir mal im Frachtmarkt. Schöne Fahrt. Oha, da ist was vorbeigefahren. Oh, das ist ein Mann, 14 Tonnen Knoblauch. Nach Bremenhaven. So, jetzt hat es wieder lustig mit einpacken. Einpacken über. Ich fahre wieder mit dem Volvo FH16, 750 PS. Gutes Fahrzeug. So, wieder ein Stück vorziehen. Frachtpapiere.
sind geladen. Und hüpfen wir mal in das Ort rein. Schauen mal auf die Karte. Wir haben Fahrt 13 Stunden und 59 Minuten. Streckenlänge 884 Kilometer. So. So, nimm da mal das noch da. Ja, wo ich das näher mal. So, dann geladen haben wir. Knoblauch 14 Tonnen, geht nach Bremerhaven, Tracker, Trends. Also ich habe nur 6 Stunden Fahrzeit, dann dürften wir fahren. Okay, wir fahren los. Los geht die wilde Fahrt. Rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ja, das machen wir. Kollege wird ein paar Zündung. Macht der Hermann M-Punkt, hat ein cooles Video rausgebracht. Mit dem neuen M1, den wir so fahren. Coole Folge, Hermann, mach weiter so. Licht, so ringt. Ja, auch eine coole Folge. Der Raimi ist endlich angekommen in Griechenland. Auch coole Folge, mach weiter so. Grüße gehen raus. Sonst fällt mir niemand ein. Frühere Kollegen vorhin dran. Auf Achse der Hermera, coole Folge, mach weiter so, Grüße gehen raus. Wie gesagt, ich habe mir alle Folge, die was jetzt neu rausgekommen sind, die Videos noch nicht angeschaut. Aber das werde ich tun, dass wir das noch schauen. Ja, wie gesagt, ich habe auch Discord auf mein Handy zurzeit. Ich habe es endlich mal geschafft, dass ich mich auf die
Autoscore anwenden konnte. Das hat mir eher schon zum Problem geführt, dass ich mich damit arbeiten kann. Aber durch das Desaster, dass ich das jetzt Team gebraucht habe, funktioniert Discord auch über mein Handy. Auf dem Computer muss ich das noch machen. Immer geradeaus und dann rechts abbiegen. Ja, das werden wir machen. Lass mal gerade rausfahren. Ja, das Video wird vielleicht heute noch rausgehen oder morgen. Aber ich schätze mal, das wird heute noch rausgehen, das Video. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mal ein Abo da lasst. Oder Kommentare. Schöne Gegend hier, coole Map. Also ich habe mir das nicht runtergeladen, sondern für SCS die Updates ist jetzt mal gekommen und habe trotzdem statt 1.44 noch die 1.43 Version. Ich hoffe mal, dass dann bald 1.44 rauskommt. Schauen. Oder ist sie schon rausgekommen und ich habe sie übersehen.